So, liebe Leute, Stuttgart steht jetzt an im Pokal. Halbfinale, Heimspiel. Das kann auch nur gut werden. So, ich gehe mal kurz in die Pressekonferenz noch schnell, bevor es denn weitergeht. Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. Ich hoffe es doch. Ich wollte gerade sagen, es ist ein neues Spiel. Schauen. So, wichtig ist jetzt erstmal das Pokalspiel. Das war's für diese Pressekonferenz. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Jo, kein Problem. Ja, für uns geht es halt, wie gesagt, ein bisschen auch um finanzielle Zukunft. Ich weiß nicht, wie es in der Europa League dann aussieht. Wenn man, ja, wir müssen erstmal den nächsten Schritt machen, natürlich, klar. So. Jo, gehen wir rein. Pokal. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier. Stuttgart hat sich ein bisschen umgebaut. Oh, ja, es wird definitiv nicht einfach, wir haben diese Mannschaft aufzubauen. Aber wir müssen schon versuchen, irgendwie zu bauen, aufzubauen. So. Na gut. Gerade was die neue Saison bringen soll. Mit LS vor allen Dingen. Ja gut. Aber ja, gehen wir es mal rein, wie es jetzt weitergeht. Das war das Finale. Halbfinale. Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel. Es geht um alles oder nichts. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen VfB Für Stuttgart. eine Waldspende bedankt sich unsere Jugendabteilung beim Restaurant Schröder. Restaurant Schröder. So, Ich darf Sie das herzlich ist das begrüßen, Heimspiel. liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Schalke 04 gegen VfB Stuttgart. In so einem Halbfinale brauchst du natürlich vor allem von deinen Leistungsträgern 100%. Die müssen da sein, müssen vorangehen, müssen die anderen mitziehen. Mal gucken, wobei wird das heute besser funktioniert. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich. Könnt ihr uns mal kurz erinnern? Die Nummer 5, Weston McKennie. Die Nummer 14, Florian Krüger. Die Nummer 16, Javairo de Rossum. Und mit der Nummer 19, Sylvain. So, ja, nochmal. Es geht halt für uns jetzt erstmal um den Einzug ins Finale und da müssen wir mal gucken, wie es läuft. Klar, habe ich jetzt jemanden wieder Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Eingestellt. Auch wenn Sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Ich denke, so passt das mit der Aufstellung. Hier ist die Aufstellung des VfB Stuttgart. Vorchecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, das beherrschen sie richtig gut, da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis, aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. So, auf geht's. Dritte gegen Bundesliga, Pokal-Halbfinale. Wir wollen nach Berlin. Wir haben hier Bremen ausgeschaltet, wir haben in Augsburg gewonnen.
Ah, der Rose, da ist aber keiner in der Mitte, der mitgehen kann. Ja, hätte durchaus auch anders ausgehen können. Den Einwurf gibt es für uns. Mein Ziel ist es hier natürlich nach Berlin zu fahren. Nächstes, jetzt kommt die Flanke, aber die quatscht. Schade. Ja, schon ein bisschen Druck machen hier vorne. Also Stuttgart wird definitiv nicht abschalten hier. Glück gehabt. Die Flagge kam nicht durch. Gonzalez. Ja, das ist natürlich nicht gut. Amadei aussteigen lassen. Und die Situation geklärt. Schuss. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Abseits, oder? Nö, Schiedsrichter. Das darf nicht passieren. Für uns. Mit ein bisschen Glück stehen wir in dieser Situation. Aber jetzt sieht das Ding. Alter. Die Stuttgarter wollen aber auch wollen aber mitspielen. Ja. Die haben jetzt auch die erste Situation gehabt. Die gehen auch früh drauf. McKennie. Weiß aber keine Abseits. Nein. Abgefangen. Klatschen. Ja, könnte was werden. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Weg damit erstmal. Ah, nicht ganz sauber mitgenommen, den von Kubilanski. Schönes, hohes Zuspiel. Sehr stark. Puh, jetzt mal ein bisschen Ruhe reinkriegen in dieses Spiel. Kolasinac, ja. Als 0. Ja! 28. Minute, wir führen. Der Rosso. Endlich mal so ein Ding durchgekriegt da hinten. Und ich glaube, Krüger war es wieder mit der Vorlage, ne? Ja, ich meine, letztendlich ist es egal, wer es macht. Hauptsache, das Ding ist irgendwo mal drin. Yes! 28. Minute, 1:0, zweites Pokaltor. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Finale. Oh, aber wer. Es ist noch ein bisschen zu spielen. Es ist noch eine gute Stunde rum. Eine gute Stunde, aber unsere Aufgabe, Stuttgart hier wegzuhalten vom Tor. Das wird nicht immer gelingen. Wir haben wirklich die ein oder andere schon gute Situation gehabt. Jetzt haben wir. Und Ballverlust. Jawohl. Und jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Hier bleibt der Ball. Da ist die Chance. Nein. Doch, nein. Kafula verhindert. Macht's nicht. Spielt den Ball. Jetzt hat er den Ball. Ach, Mann. Amadei. Gamula. Und Stuttgart kriegt sich da befreit aus der. Ah, das muss anders ausgehen. Das muss anders spielen sein. Für uns Einwurf. Der Rose, der Torschütze. Und er hat wieder Platz draußen. Der kann nämlich schnell laufen. Und Kobylanski. Aber Kobel. Gut gelöst, Tommy, der kommt da nicht durch, weil Krüger da vorne ein bisschen aufpasst. Und sagt dann, mir kommst du da nicht vorbei. So, Nachspielzeit eine Minute. Und jetzt macht der Fehler von Kolasinac. Der kann sehr, sehr bitter werden.
holt sich den Ball im eigenen 16er. Und es gibt keine Ecke für Stuttgart, sondern den Abpfiff aus der Pause ist. Schalke führt 1-0. Ja, das ist definitiv klar, weil Stuttgart echt mega Druck macht. Achtundzwanzigste Minute, Jairo de Souza, der mit dem Tor bisher des Tages. Und Stuttgart macht aber auch mega Dampf und Power, wie auch immer. Sie machen, so, machen, tun und haben, wir haben es bisher überstanden. Und es sind noch 45 Minuten mindestens zu spielen. Gut gemacht, Kubilanski. Jawohl, gut gelöst da. Schalke jetzt über außen. Es kann abseits, weil der Ball nicht, weil der Stürmer nicht hinter dem Ball war. Aber wir kriegen die Bälle momentan nicht so, wie ich das gerne hätte, dass ich den im Rückraum mal spielen kann oder dass ich den mal irgendwie noch mal querlegen kann. Das hat jetzt einmal funktioniert und dann war das Ding auch drin. Klasse Pass. Gute Aktion. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Bella Kotschap. Der, keiner hat da irgendwie mal reingeht. Dragovic, jetzt gibt's Ecke für Stuttgart. Es gibt jetzt Ecke für den VfB. Der war nicht gut gespielt. 56. Minute. Wir haben noch eine gute halbe Stunde Zeit. Wer fährt heute nach Berlin? Und das ist momentan diese Situation, die nicht passieren dürfen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Und es ist übrigens kein Abseits von Flo Krüger, der jetzt mal vielleicht die Chance hat, was zu machen. 2-0, macht er. Besser könnte dieses Halbfinale ja gar nicht laufen. Zwei Tore nun schon, die Führung. Schaut uns nochmal die Entstehung des Tores an. Vor allem war auch niemand mit. Ich dachte mir, versucht zu vielleicht in die Mitte zu legen. Scheiß drauf, ich mach das Ding dann mal selber, dann ist er drin. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Drittes Pokaltor für ihn. 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Wichtig, war wichtig dieses Ding. Gute Aktion. Die Gäste werden wechseln. So, was könnte. Na klar. Aber, das ist natürlich nicht die Entscheidung. Aber am Ende ist es egal, was du draus machst. Es ist halt gut, dass was du draus machst. Stellst du jetzt für Stuttgart jetzt mit Doppelwechsel. Und Tor für den VfB. Endo. Der ist gerade eingewechselt worden. Wo kommt er durch? Da ist dieses Tor nochmal. Einfach mal Volley genommen und abgezogen und drin der Ball. Ein spektakulärer Treffer. Für mich war das Abseits. Aber okay, der Ball ist drin. Okay, dieses Tor, Tor zählt. Aus einer anderen Perspektive an. Scheiße. 2-1, hier ist noch alles drin. Wataru Endo, ja, der Japaner mit dem Tor. Der Rosun. Jetzt mal! Der kann aber die Außen gehen, der geht auch über die Außen. De Rosun, der nicht zum Abschluss kommt, weil da der Verteidiger des VfB mitgeht und aufpasst. Pascal Stenzel. Ja, ich habe Stenzel, der auch gerade eingewechselt worden ist. Der jetzt hier ein bisschen entscheidend mit der, an der Situation beteiligt war. 20 Minuten noch. Das könnte eine Gelegenheit werden. Scheiße! Ja, mit vielen kein Tor! Leute! 74. Minute. Die Ecke kommt. Schön abgeblockt. Schön abgeblockt, ja. Hereingabe jetzt. Sie können nicht klären. Sind ah, ich komme. Das ist den. Zieht einfach mal ab. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch. Leider kein Tor. Aber so, 76. Minute. 14 Minuten noch. In diesem Pokal-Halbfinale. Scheiße. Abgeblockt der Ball. Der kommt nicht dadurch von Kobylanski. Vorne auf dem Stürmer.
Pascal Stenzel. Letzten 10 Minuten noch. Solari. Solari setzt sich vorbei an De Rose und dann geht Kolasin hat jetzt mit. Ball kommt in die Mitte. Hab ihn. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und wieder weg der Ball. Position. Das macht er gut. Ich kann ihn natürlich jetzt nicht über die Aus, aber den, richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben ich krieg aber auch gerade keinen Moment, wo ich mal den Ball wirklich wieder reinspielen kann vorne. Oh, Yuya Osako, der lässt den Verteidiger nicht stehen. Kommt jetzt die Flanke. Hab ihn. Scheiße! Aber das haben sie gut gemacht, die Stuttgarter da. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Solari. Klasse Technik. Ja! Sie haben es gepackt. Sie gewinnen ihr Halbfinale und sind ihrem Traum nun ganz, ganz Pokalfinale. Was ein Spiel, ey. Es war eine harte Nuss. Gegen den VfB Stuttgart die Führung. Hat er den Sieg nach Hause geholt. Kein Stormator, sondern die beiden Außen haben es gemacht. Rosen und eben Krüger. Aber egal. 2-0. Und jetzt 2-1. Geht's hier los mit dem Anstoß durch die Schalke. Und Stuttgart hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gelöst. Also muss ich sagen, die haben echt hinten sogar verdient gehabt. Aber ist egal. Am Ende setzt sich halt das Team durch, das die meisten Tore hat. Und das waren heute wir. So, entweder Frankfurt oder die Bayern, ja super. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Ja, tatsächlich genauso. Ja, dann heißt es dann wieder die Bayern oder der Eintracht Frankfurt. So, das haben wir geschafft. Jetzt haben wir noch Köln als nächsten Gegner. Das sehen wir uns dann aber morgen an. 36. Spieltag ist dann bereit. Bis dahin und tschüss.